Während andere Regierungschefs nach Kiew reisen, fährt Kanzler Scholz nach Düsseldorf. Denn es herrscht Wahlkampf in NRW und so sprach Scholz passend zum 1. Mai vor Gewerkschaften. Immerhin, er fand sehr deutliche Worte. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe. So, wir hören war gleich. Nicht der ganze O-Ton von Kanzler Scholz. Da wollen wir gleich nochmal genauer reinhören. Aber wir sprechen erstmal mit Politikchef Jan Schäfer. Denn Jan, es hat sich schon so ein bisschen angedeutet, kämpferisch war er unser Kanzler. Und zwar so kämpferisch, wie ich persönlich ihn ehrlich gesagt zuvor noch nicht gesehen habe. Du? Nein, auch noch nicht. Aber das lag natürlich daran, dass es nicht so ganz ruhig war dort, wo er gesprochen hat, sondern wir haben es im Beitrag ja gerade eben auch ein bisschen schon gehört. Da wurde kräftig Krawall gemacht. Da gab es viele Sirenen, da gab es auch Kriegstreiberrufe. Also es gab viel Protest und das haben wir auf allen Maikundgebungen in den vergangenen Tagen gesehen. Nicht nur gestern, auch am Samstag gab es einen Buttersäureanschlag dort, wo eigentlich Annalena Baerbock hätte sprechen sollen, Schleswig-Holstein. Also da ist jetzt doch eine gewisse Unzufriedenheit bei vielen, vielen spürbar. Das Feuer im Kessel. Ja, wir wollen jetzt noch mal reinhören, was Olaf Scholz genau gesagt hat. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Klare Worte also von Olaf Scholz. In den letzten Wochen stand er immer wieder in der Kritik, seine Ukraine-Politik zu zögerlich, zu ängstlich. Kann man das jetzt als Wendepunkt bezeichnen? Nein, das war einfach überfällig und Olaf Scholz hat einfach deutliche Worte gefunden und hat gegen jene, muss man ja auch sagen, angebrüllt, die völlig anderer Meinung gewesen sind als er. Nein, Olaf Scholz hat in den vergangenen Wochen einfach viel zu zögerlich agiert. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Wendepunkt ist. Er sitzt, das muss man sagen, zwischen ganz, ganz vielen Stühlen und ist nicht in der Lage, kräftig jetzt den Takt vorzugeben und zu führen. Er wird getrieben vom Ausland, gerade von Osteuropa, aber auch von Amerika. Er wird getrieben von seinen Koalitionspartnern FDP und Grüne. Und gleichzeitig hat er eine Basis, hat man hier ja zum Teil in dem Beitrag jetzt auch gesehen. Da waren natürlich auch Gewerkschafter und SPD-Mitglieder, die seinen Kurs überhaupt nicht gut finden. Er hat in der Fraktion, in der eigenen Fraktion viele, viele Bremser, hat einen Bundespräsidenten, der ausgeladen wurde von der Ukraine, der aber über 20 Jahre, das muss man so sagen, mit dem größten Kriegstreiber dieses Jahrhunderts, mit Wladimir Putin gekungelt hat. In dieser Gemengelage befindet sich Olaf Scholz und er hat es bisher nicht geschafft, hier klar Führung zu übernehmen. Du sagst, er wird getrieben. Ein bisschen Druck kommt jetzt auch von Seiten der Union, von der CDU. Friedrich Merz möchte jetzt nach Kiew fahren, trotz großer Sicherheitsbedenken. Das erhöht den Druck jetzt noch mal auf die SPD. Saskia Esken hat jetzt gestern gesagt, na ja, das könnte ja auch einfach nur eine PR-Veranstaltung sein für Herrn Merz. Das würde der Ukraine jetzt nicht viel bringen. Wie schätzt du das ein? Also auch gerade nach der Rede, die wir gesehen haben, wenn es Olaf Scholz wirklich ernst meint mit der Unterstützung der Ukraine, dann ist ja eine Reise nach Kiew eigentlich mehr oder weniger überfällig. Und auch hier geht es bei Olaf Scholz jetzt eigentlich, und da hat er mal wieder viel zu lange gewartet, um das Auflösen einer Lose-Lose-Situation, also verlieren und verlieren. Denn würde er jetzt fahren, dann hätte er sich erkennbar dem Druck gebeugt, der Öffentlichkeit oder vieler in der Öffentlichkeit, vieler Politiker, auch der beiden Koalitionspartner und wäre quasi von dem Oppositionsführer Friedrich Merz vorgeführt und dazu in gewisser Weise hingeboxt worden zu fahren. Fährt er nicht, gilt er weiterhin als total sturköpfig, als halsstarrig und als verbohrt. Als jemand, der sich in sein Schneckenhaus Kanzleramt zurückzieht. Also Olaf Scholz hat es geschafft, sich in eine Situation selbst zu manövrieren, aus der er eigentlich nur als Verlierer herauskommen kann. Was meinst du, wird er noch nach Kiew reisen? Es wäre, glaube ich, schlau gewesen von Olaf Scholz, vor einigen Wochen schon zu sagen, ich reise nach Kiew, wenn die Zeit dafür
richtig ist oder wenn es eine gute Möglichkeit dafür gibt. Da hätte er zumindest das Fenster offen gelassen, in dem er reisen kann. Aber er hätte gesagt, ich will ja reisen, aber es gibt Abstimmungen und deswegen kann ich nicht. Jetzt hat er bisher immer gesagt, ich reise nicht. Und das klingt auch ein bisschen wie ein wirklich sturköpfiges Kind, das sagt, ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Und ich glaube, das ist für einen Bundeskanzler nicht die richtige Art und Weise, dieses Land zu führen, in diesem Konflikt. Jan Schäfer, danke schön für deine Einschätzung. Und wir wollen jetzt noch mal gemeinsam auf unsere Sendung gestern schauen.